Herzlich willkommen zu einem sehr erfreulichen Video. Ich bin heute wieder bei Alten Herse unterwegs und man kann es sehen, zwei der drei Anlagen laufen. Das Repowering ist offiziell beendet. Nordex hat es geschafft, die Anlagen zum Laufen zu bringen. Ja, und jetzt produzieren sie seit, glaube ich, zwei Tagen grünen Strom hier. Die dritte folgt in den nächsten Tagen. Und dann haben wir hier bald drei drehende Anlagen. Da ist die erste, die mittlere und die hintere. Alle drei auf 134 Meter Nabenhöhe. Ja. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr weitergeht mit den V136. Aber das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein sehr erfreulicher Blick, das endlich zu sehen. Jetzt produzieren die Anlagen mehr Strom als alle 14 alten Fleiderer Anlagen zusammen. Da hinten ist der Fernsehturm in Willebadessen. Und ja, ich werde mich jetzt mal zu den Anlagen hinbegeben. Wahrscheinlich zu der mittleren hier und werde dann da noch mal für euch. So, jetzt bin ich im Windpark. Vor mir sieht man die dritte Nordex N131 oder auch WKA1. Also ab da geht das dann los. Und ja, die ist noch nicht fertig, die dreht sich noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Also die dreht sich bald. Ja, dann hier vor mir sieht man, glaube ich, die WEA4. Und die läuft. Da macht sie ihre ersten Umdrehungen in ihrem Leben. 134 Meter Nabenhöhe hat sie. 3,3 Megawatt. Und ja, vor über einem Jahr ging es hier los mit dem Repowering. Und jetzt laufen zwei bis jetzt schon mal. Da ist Anlage 2. Ja, richtig schön. Endlich zu sehen. Hier vorne sieht man einen riesen Berg. Das waren mal die Fundamente von den alten Fleiderern. Die werden hier aufbewahrt, werden für den Wegebau genommen. Denn nächstes Jahr kommen ja wohl nochmal drei Anlagen hierher. So ist das jedenfalls geplant. Dreimal Vestas V136, 4,2 Megawatt auf 149 Meter Nabenhöhe. Und ja, ich hoffe, die werden auch errichtet. Ja, da sieht man nochmal die eine Anlage. Wunderbar. Ja, die Vestas, die sollen dann zwei Stück nach dahin kommen. Eine hier, eine hinter die Sträucher. Und eine soll dann nach da kommen, vor die Nordex, etwas schräg davor. Ja, ich denke mal, ich mache mich dann mal näher an die Anlage ran. Stehe ich hier auf der Seite vor der Anlage. Hier hat man jetzt nochmal einen schönen Blick auf die Gondel. Ja, richtig schön bei der Delta 4000 jetzt auch. Komplett rote Gondel. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und auch auf 134 Meter gefallen mir die Nordex N131 wirklich mega gut. Wobei ich sie auf niedrigerer Nabenhöhe noch geiler finde. Aber irgendwie hat auch die hohe Nabenhöhe was. Auf jeden Fall hat irgendwie jede Nabenhöhe was. 134 Meter ist halt wirklich Standard. Aber trotzdem schön anzusehen. Sind die ersten Nordex N131 in unserem Landkreis und werden wahrscheinlich auch die letzten sein. Ja, und wie man sieht, hier haben sie die Wege schon ausgebaut. Ich weiß nicht, ob hier jetzt wirklich schon bald was kommt. Aber bleibt spannend. Ja, und hier vor mir, die Fläche sieht man jetzt richtig schön. Hier stand vor circa einem Jahr noch die Pfleiderer. Ja, und hier wurden auch die Teile gelagert Ende des Jahres. Oder Anfang dieses Jahr war es sogar schon. Ja, so geht das. Auf jeden Fall hat man hier nochmal einen richtig schönen Blick auf die Anlage, die als erstes fertig war. Der Windpark hatte auch mit einigen kleinen Problemen zu kämpfen. Los ging es mit dem Wetter beim Errichten. Die erste Anlage dort hinten stand wirklich einige Wochen ohne Rotorblätter rum. Ganz einfach, weil die Narbe vereist war und die Blätter. Ja,
Und danach gab es halt immer wieder ein paar Problemchen mit dem Wetter, wo erstmal nicht weitergebaut werden konnte. Dann waren sie fertig. Und dann gab es noch die Hackerangriffssache und fehlende Teile. Deshalb umso schöner, dass die Anlagen jetzt endlich laufen. Ja. Aber der Standort hier ist wirklich wunderbar. Endlich ist es soweit. Jetzt stehe ich unter der Anlage. Wirklich richtig schön, wie sie sich dreht. Sie ist jetzt definitiv nicht leise, aber auf jeden Fall nicht laut. Also du hörst die wirklich auf Abstand gar nicht, nur wenn du drunter stehst. Wirklich wunderbar. Die in Trendelburg sind da deutlich lauter, ganz einfach, weil denen auch die Zacken an den Rotorblättern fehlen. Das haben die hier ja zum Glück. Und ja, richtig cool. Da sieht man auch schön die Wolken vorbeiziehen. Wunderbar. Gefällt mir richtig gut. Ich kann es nicht oft genug sagen. Endlich ist der Windpark fertig. Wenn nächstes Jahr noch die Vestas kommen, ist das sogar ein richtig geiler Windpark nochmal. So, hier jetzt zum Abschluss nochmal die schöne Ansicht von vorne. Ist auch irgendwie sehr schön anzusehen, dass sich die Rotorblätter auch noch nach vorne biegen. Das ist so ein bisschen wie bei G. Gefällt mir. Ja, und da werden sie sich jetzt drehen. Wahrscheinlich oder hoffentlich über 20 Jahre lang. Mal gucken, was in Zukunft noch passieren wird. Die Anlagen hier sollen ja auch Gesellschaft bekommen. Nicht nur die Vestas, sondern es befindet sich ja auch wohl dort drüben in der Mulde ein neuer Windpark in Planung. Und da bin ich auch mega gespannt, ob die Anlagen errichtet werden. Da sollen wohl auch Siemens hin. Ja, da ist nochmal die Anlage 6, ist es glaube. Anlage 5 oder 6. Und die läuft auch schön. Und hier ist nochmal der Riesenfundamentberg von den Pfleiderern. Der wird jetzt zum Wegebau genommen. Ja, hier haben wir nochmal die Daten. Kennt ihr aber mittlerweile wahrscheinlich schon alle. Und ja, mit diesem schönen Blick hier auf die Anlage 1 verabschiede ich mich auch schon. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis bald!